jeder Deutsche ist täglich bis zu 3 Stunden im Internet. Beruflich und privat, jederzeit und überall online sein zu können, erfordert ein stabiles und gut ausgebautes Breitbandnetz. Für Großstädte wie Berlin, Hamburg oder München eine Selbstverständlichkeit. Der Bedarf an schnellem Internet steigt ständig. Im Jahr 2025 sollen Bandbreiten von bis zu 350 Megabit pro Sekunde zur Normalität gehören. Zur Normalität für alle? Die Bundesregierung hat sich darauf konzentriert, dass es Hochleistungsnetze geben soll. Aber die Grundversorgung ist nicht mal da. Wir haben hier Bundesstraße, wir haben hier Endbahnhof. Aber der Ausbau von den Breitband, das heißt DSL-Netz, ist hier eine Katastrophe. Das ist keine Grundlage, um zu arbeiten. Das gibt uns einen absoluten Wettbewerbsnachteil. Wer kann heutzutage schnell durchs Netz surfen und wer nicht? Wovon hängt das ab? Und was passiert, wenn Breitband nicht verfügbar ist? Rund 20 Kilometer östlich von Berlin liegt die brandenburgische Kleinstadt Werneuchen. Der Ort im Landkreis Barnim ist von schnellem Internet weit entfernt. Der Grund dafür liegt Jahre zurück. Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung. Die ehemaligen DDR-Bürger sollen möglichst schnell einen Telefon-Festnetzanschluss bekommen. Viele haben Jahre darauf gewartet. Die Anträge bei der Deutschen Telekom häufen sich. Um den Osten mit Telefonanschlüssen zu versorgen, verlegt das Bonner Unternehmen sogenannte Opal-Glasfaserleitungen, damals die neueste Technik. Als später Breitband-Internet auf DSL-Basis eingeführt wird, erweist sich die Opal-Glasfaser als schwerer Nachteil, denn sie ist nicht DSL-fähig. Heute sitzen die knapp 8000 Werneuchener auf ihren neuen, alten Leitungen fest. Viele können nur mit ISDN-Geschwindigkeit surfen. Eine DSL-Verbindung wäre mindestens 6-mal so schnell. Für Unternehmen ist Werneuchen ein hartes Pflaster. Auch die Firma BVE hat täglich mit dem langsamen Internet zu kämpfen. BVE recycelt den Bauschutt von Großbaustellen in Berlin. Dabei reizte Geschäftsführer Hermann Müller gerade die moderne Technik, als er seine Firma in Werneuchen aufbaute. Es gab 2 Gründe, warum wir hierher gezogen sind. Der eine war, dass es Eigentum ist. Und der zweite war, dass in der Anfangszeit, also 2002, als wir herausgezogen sind, hier Glasfaserkabel installiert wurden als Probegelände für größere Installationen der Telekom. Was für uns natürlich ein Riesenvorteil war, weil wir waren am Stadtrand Berlin mit der besten Telefonverbindung. Doch mit Opal-Glasfaser ist kein DSL-Empfang möglich. Wie kann man überhaupt schnelles Internet empfangen? Daten können über Festnetzleitungen wie das Telefonnetz mit ISDN, DSL und VDSL oder über das TV-Kabelnetz übertragen werden. Zusätzlich gibt es drahtlose Technologien. Hier sind Funkverbindungen über UMTS, HSDPA oder LTE entscheidend. Breitband ist heutzutage für Unternehmen ein Muss. Hermann Müller war kurz davor, wegen der langsamen Internetverbindung seine Firma in Werneuchen zu schließen. Das ist keine Grundlage, um zu arbeiten. Es gibt einen absoluten Wettbewerbsnachteil, den wir versuchen irgendwie zu kompensieren mit den archaischsten Mitteln und auch mit den kreativsten Mitteln. Große Datenmengen wie Baupläne, Rechnungen oder die Jahressteuererklärung übertragen Hermann Müller und seine Mitarbeiter auf USB-Sticks, die sie dann mit der Post verschicken. Wer im Neubaugebiet von Werneuchen wohnt, versucht sich so gut es geht zu helfen. Thomas Wieduch und seine beiden Töchter gehen über Funk ins Netz mit einem begrenzten Datenvolumen. Wenn die Mädchen bei YouTube Videos runterladen, ist das Kontingent schnell erschöpft und die Geschwindigkeit sinkt. Ein 60-minütiger Film zieht bereits 210 Megabyte. Nach 5 Videos ist für die Videos Schluss mit dem schnellen Netz. Ich habe einen Internetstick mit 1 Gigabyte Datenvolumen. Der kostet mich 10 Euro, aber der ist dann schon meist nach 5 Tagen alle. Da muss man es wieder aufladen. Dann zahlt man wieder 10 Euro für dieses nächste 1 Gigabyte. Und es ist langweilig, macht keinen Spaß. Das ist also ein Internetsurfen, stelle ich mir anders vor. Dass das alles schneller läuft, der Seitenaufbau und nicht so langsam. Wenn man bei eBay irgendwas kaufen will, das dauert Ewigkeiten. Da kann man eigentlich meistens gar nicht mitbieten, weil es gar nicht klappt, der Seitenaufbau.
Gerne würde Bürgermeister Burkhard Horn seiner Gemeinde schnelleres Internet anbieten. Doch dazu müssten die alten Opal-Glasfaserleitungen aufwendig überbaut werden. Kostenpunkt: mehrere Millionen Euro. Theoretisch müsste man ja alle Straßenzüge aufgraben und neue Kabelsysteme verlegen. Und eine Kommune mit 2,2 Millionen oder 1,7 Millionen Euro im Jahr Investitionshaushalt ist da komplett überfordert. Für Netzbetreiber wie die Deutsche Telekom rentiert es sich nicht, den Ausbau in Werneuchen zu finanzieren. Zwar ist das Bonner Unternehmen in Deutschland immer noch Marktführer, doch den hohen Investitionskosten stehen oft weniger Anschlüsse gegenüber. Die zu erwartenden Einnahmen sind gering, weiß Ulrich Adams von der Telekom. Und so fallen Gemeinden wie Werneuchen durchs Netz. Wenn wir als privatwirtschaftliches Unternehmen Investitionen tätigen, sind wir verantwortlich, dass wir diese auch wieder rechnen können. Und genau das ist ja auch die Herausforderung in manchen Regionen, wo die Besiedlungsdichte so dünn ist, dass die Auslastung auf solch eine Investition niemals mehr draufbekommen können. Deutschland ist im Internetzeitalter ein geteiltes Land. Zumindest was die Bandbreite betrifft. Die Grenze verläuft zwischen Stadt und Land. Auch wenn die schwarz-gelbe Bundesregierung die Misere im Frühjahr 2012 noch schönredete. Zitat: Unser Land belegt bereits heute einen Spitzenplatz in der Europäischen Union bei der Versorgung der Haushalte mit Hochleistungsnetzen. Mit 99,7% war die Grundversorgung Ende 2012 fast flächendeckend. Schaut man sich den Breitbandatlas an, so kann diese Aussage allenfalls für Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von 1 Megabit pro Sekunde gelten. Eine Übertragungsrate, mit der man kaum Videos streamen oder skypen kann. Doch selbst bei dieser geringen Bandbreite ist Deutschland nicht überall dunkelrot, also hundertprozentig versorgt. Noch immer finden sich zahlreiche weiße Flecken auf der Karte. Von einer tatsächlichen Breitbandversorgung sind viele Bundesländer meilenweit entfernt. Ein untragbarer Zustand, findet die medienpolitische Sprecherin der Grünen, Tabea Rösner. Die Bundesregierung hat ja immer auf den Markt gesetzt. Und da, wo viele Menschen leben, lohnt es sich tatsächlich auch dann, den Breitbandausbau mit Glasfaser beispielsweise voranzubringen. In den ländlichen Regionen, wo weniger Menschen leben, ist es für viele Unternehmen eben nicht rentabel. Und da versagt der Markt. Das heißt also, die ländlichen Regionen sind zum Teil abgekoppelt vom Breitbandnetz. Und deshalb ist es notwendig, dass wir da die richtigen Weichen stellen, damit der Breitbandausbau dort auch vorankommt. Von einem Spitzenplatz kann deshalb nicht die Rede sein. Mit gerade einmal 6 Megabit surfen die Bundesbürger heute im Durchschnitt. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland damit höchstens im Mittelfeld. Dabei hatte die Bundeskanzlerin 2009 in ihrem Videoblog ein wesentlich ehrgeizigeres Ziel verkündet. Deshalb haben wir uns vorgenommen, bis 2014 75% der Haushalte zu ermöglichen, dass sie einen Anschluss für Breitband erhalten, der mindestens eine Übertragungsdichte von 50 Megabit pro Sekunde ermöglicht. Über 50 Megabit pro Sekunde würde sich besonders das Bundesland Brandenburg freuen, denn nirgends ist das Internet so langsam wie hier. Nicht viele Orte haben so viel Glück wie Wandlitz. In der Gemeinde hat die Telekom 30 Kilometer Glasfaser verlegt. Allerdings laufen die Glasfaserkabel nicht direkt zu den einzelnen Häusern. Stattdessen schweißen die Techniker die Glasfaser an die Anschlussleitung der Verteilerkästen. Bis 2016 wolle man 24 Millionen Haushalte mit Glasfasertechnologie versorgen, sagt Telekom-Sprecher Georg von Wagner. Doch warum Wandlitz und nicht Werneuchen? Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren an so vielen Ecken gebaut wie sonst kein anderes Unternehmen. Also wir kommen in jedes Dorf und in jede Gemeinde kommen wir vorbei. Aber manche kommen früher dran und manche kommen später dran. Das ist leider so. Und einige Orte werden wohl ewig warten. Denn dünn besiedelte Gemeinden ohne Eigenkapital sind für die Telekom ein rotes Tuch. Die 7.500 Anschlüsse in Wandlitz hingegen sind dem Marktführer offenbar ausreichend, um in den Glasfaserausbau zu investieren. Glasfaser ist die Technik der Zukunft. Verglichen mit Kupferkabeln ermöglicht sie eine konstante Leistung, auch über große Distanzen. Doch die Glasfaser hat einen entscheidenden Nachteil. Das Verlegen ist teuer.
Die Telekom und andere Anbieter setzen deshalb auf die sogenannte Vectoring-Technologie. Beim Vectoring werden nicht überall Glasfaserleitungen verlegt, sondern nur bis zum nächsten Verteilerkasten, was man als FTTC, also Fiber to the Curb, bezeichnet. Von den Verteilerkästen laufen die Kupferleitungen dann in die Häuser. Auf dieser letzten Meile gleicht das Vectoring die elektromagnetischen Störungen zwischen den Leitungen aus. Dadurch kann die Übertragungsrate verdoppelt werden. Wir haben mit Vectoring die Möglichkeit, unsere Bandbreiten bis zu 100 Megabit im Download zu steigern. Und ich finde persönlich noch viel, viel wichtiger, dass wir den Upload auf bis zu 40 Megabit steigern werden mit Vectoring. Und gerade im heutigen Zeitalter von Clouding, wo wir immer mehr Daten auch ins Netz stellen und auch Fotos, Videos mit den Freunden untereinander austauschen wollen, ist genau dieser Weg über Vectoring für uns eine Riesenchance, wie gesagt, den Bedürfnissen am Markt zu folgen. Stefan Adams ist Geschäftsführer des Bundesverbands Breitbandkommunikation. Seine Mitglieder, die Konkurrenzunternehmen der Telekom. Vectoring ist eine gute Technologie, die mehr Bandbreite bringt, aber Vectoring ist kein Allheilmittel. Es ist insbesondere kein Heilmittel für den sehr ländlichen Raum, weil je größer der Abstand ist vom Kabelverzweiger dort, wo Vectoring-Technologie eingesetzt wird, zum Haushalt, desto geringer ist der Vectoring-Effekt. Wie aber sollen dünn besiedelte Dörfer dann zu schnellem Internet kommen? Die Provider bevorzugen die rentablen Ballungsgebiete und der Bund hat sich bislang weitestgehend rausgehalten. Ist das Versprechen der Regierung, die Bevölkerung flächendeckend mit 50 Mbit zu versorgen, also nur Augenwischerei? Deutschland droht bei der Zukunftstechnologie Breitband international den Anschluss zu verpassen. Das Glasfasernetz hierzulande ist schlechter ausgebaut als in Bulgarien oder Rumänien. Es fehlen die wirtschaftlichen Anreize, in strukturschwachen Gebieten zu investieren. Was also ist zu tun? Funktechnologie soll schlecht versorgte Dörfer in die Moderne katapultieren. Dazu werden in vielen Bundesländern Sendemasten mit LTE-Antennen bestückt und neue Anlagen installiert. LTE ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation, die Weiterentwicklung von UMTS. Bei LTE sind Übertragungsraten von maximal 100 Megabit pro Sekunde möglich. Die Daten werden bis zu einer Entfernung von 10 Kilometern direkt zu den Antennen der Haushalte gefunkt. Auf den ersten Blick scheint die Technologie deshalb besonders geeignet, um ländliche Gebiete anzubinden. Deshalb sollen die Mobilfunkanbieter abgelegene Dörfer zuerst mit LTE versorgen. Dazu hat die Bundesnetzagentur die Provider bei der Versteigerung der Funkfrequenzen aufgefordert. Auch ein Großteil der Werneuchner geht über LTE ins Internet. Doch LTE hat einige Nachteile. André Fischer von Fischer PC ist die Internetfeuerwehr in Werneuchen. Er kennt die Tücken von LTE und leistet Hilfe, wenn das Netz mal wieder extrem langsam ist. Bei der Firma BVE ist er regelmäßig. Einmal hatte das Problem, dass wir hier kein richtiges DSL haben. Wir fragen da alle viertelhalbe Jahre immer mal bei der Telekom nach, ob es jetzt schon DSL hier gibt. Bis jetzt gab es das hier noch nicht. Jetzt sind wir so weit, dass wir von UMTS, was wir vorher hatten, umgestiegen sind auf LTE, sodass wir jetzt wenigstens tagsüber eine Geschwindigkeit haben, mit der wir arbeiten können. Für 350 Euro hat sich Hermann Müller eine LTE-Box installieren lassen und muss trotzdem oft lange warten, bis seine Daten übertragen sind. Das Datenvolumen ist begrenzt bei so einer LTE-Verbindung. Da gibt es verschiedene Tarife. Da muss man zusehen, dass man einen Provider findet, der eine entsprechend große Volumenmenge zur Verfügung stellt, die dann natürlich auch deutlich teurer ist. Womit dann Firmen wie BVE zum Beispiel damit auskommen, dass sie die ganzen Rechner, die sie hier haben, dass auch alle ihre Updates machen können, ihre großen Mails verschickt und empfangen werden können, dass es dann halt ausreicht. Zudem ist LTE ein geteiltes Medium. Das heißt, viele Nutzer wählen sich in eine Funkzelle ein. Je mehr, desto langsamer wird die Verbindung. Für Hermann Müller ist LTE deshalb nur eine Notlösung. Natürlich macht uns das wütend, denn wir sprechen die ganze Zeit, oder es wird die ganze Zeit darüber gesprochen, den Speckgürtel Berlins auch zu entwickeln. Es sind Industriegebiete entwickelt. Was nützt uns das Industriegebiet, wenn wir keine Kommunikationsmöglichkeit haben? Immer wieder beschweren sich Werneuchener im Rathaus. Doch bislang waren Bürgermeister Horn die Hände gebunden. Nun scheint eine Lösung in Sicht. Einige Bundesländer haben in Gebieten, in denen der Markt nicht greift, Förderprogramme aufgelegt.
So auch Brandenburg. Das Land Brandenburg hat im Prinzip die Ausschreibung gestartet, dass bis zum Jahre 2015 flächendeckend alle Haushalte mit DSL versorgt werden sollen. Rund 700 Kilometer von Werneuchen entfernt, mitten in der Eifel, liegt das beschauliche Dörfchen Bühr. Auch hier gibt es kein DSL. Eine Förderung bekommen die Bührer trotzdem nicht. Seit dem Frühjahr treffen sie sich jeden Samstagmorgen unter der Leitung von Ortsvorsteher Michael Jöpen. Erstmal noch guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Eigentlich weiß schon jeder, was er zu tun hat. Ich wünsche gutes Gelingen und sagen, auf geht's. Die Bewohner von Bühr vergraben Rohre in Eigenregie. Auch sie wollen endlich schnelles Internet. Mit rund 2 Megabit surfen sie bislang im Durchschnitt. Als umliegende größere Dörfer mit Glasfaserkabeln ausgestattet wurden, standen die Bührer unter Zugzwang. Ortsvorsteher Jöpen war klar, wenn sie nicht jetzt etwas tun, wäre ihr Dorf zukünftig abgehängt. Wir haben uns dann über die Gemeinde zusammengesetzt und überlegt, wie können wir einen Verbund bilden, wie können wir zusammenwirken, um auch den Ort Bühr mit zu erschließen. Er war bis dato nach den damaligen Regeln noch ausreichend versorgt, wenn man das als ausreichend bezeichnen kann. Aber es stellt sich dann die Situation heraus, wenn die beiden anderen Orte stark erschlossen werden, dass dann der Ort Bühr stark benachteiligt wäre. Die 200-Seelen-Gemeinde leidet schon jetzt unter dem demografischen Wandel. Es gibt kein Geschäft, keine Bank, keine Schule. Die Jugend zieht weg. Durch schnelles Internet wäre das Dorf wenigstens besser angebunden. Und so packen die Bührer selbst mit an. Allen voran Baggerfahrer Hans-Werner Müller. Der 66-Jährige ist in Bühr geboren. Ich habe noch eine Mietswohnung. Die ersten Fragen, die sind, wie ist der Stand des Internets? Geht's schnell, geht's langsam? So, und man hat ja auch ein bisschen, will den Ort ja ein bisschen am Leben behalten. Ne? So einfach ist das ja alles nicht mehr. Ne? Auch mit der Vermieterei. Ne? Man hat sein Leben lang, hat man so die Häuser so ein bisschen aufgebaut und gemacht und müsste ja auch ein bisschen Ernte reinfahren dadurch. Ne? Auf der einen Seite kann man natürlich denken, das ist nicht unser Ding, das ist Grundversorgung des Menschen oder sowas. Ne? Auf der anderen Seite, wenn es nicht lukrativ ist dann für das Unternehmen, die Telekom in dem Sinne, und man auf der anderen Seite einfach dann stagniert, dann denkt man, packt man lieber selber an in dem Moment. Kein Unternehmen wollte in Bühr Glasfaserkabel verlegen. Zu unwirtschaftlich, so die Begründung. Die Gemeinde hat deshalb mit der Telekom einen Kompromiss geschlossen. Sie vergräbt die Rohre und das Unternehmen zieht dann die Glasfaser ein. Die Route hat die Telekom festgelegt. Da Glasfaser teuer ist, wurde die kürzeste Verbindung gewählt. Und die geht mitten durch den gepflasterten Ortskern. Rund 600 Meter mussten die Bewohner ehrenamtlich graben. Unter der Bundesstraße hindurch bis zum Verteilerkasten am anderen Ende der Straße. Feldwege wären zum Graben einfacher gewesen. Nun müssen die Bührer jeden einzelnen Pflasterstein mühsam abtragen und wieder neu verlegen. 7 Monate selber buddeln in einem Hochtechnologieland. Bühr bekommt keine finanzielle Unterstützung, da es nach den Richtlinien der Breitbandförderung ausreichend versorgt ist. Nur wer weniger als 2 Mbit hat, bekommt EU-Gelder. Hier an diesem Verteilerkasten wurde eine Geschwindigkeit von etwas über 3 Megabit pro Sekunde gemessen. Das ist für die heutigen Verhältnisse A sehr wenig für die heutige Nutzung. Und B muss man bedenken, dass in den Häusern, in den Haushalten keine 3 Megabit ankommen, sondern in den Randbereichen des Ortes nur 1 bis 1,3 Megabit. Das ist relativ wenig. Das interessiert natürlich den Fördergeber dann überhaupt nicht, sondern den interessiert nur, wie die Versorgung am Verteilerknoten ist. Und so wurden die EU-Fördergelder für einen Glasfaserausbau in Bühr abgelehnt. Den Bührern blieb nur noch eine Alternative, selber graben. Doch das ist für eine Laientruppe gar nicht so einfach. Schwierig ist es insofern, als dass genau in diesem schmalen Graben dann immer wieder verschiedene Leitungen liegen, teilweise Hausentwässerungsanschlüsse, teilweise Leitungen der Telekom, dann teilweise eben auch die Stromleitungen von den Laternen. Von daher ist natürlich sehr viel Vorsicht und sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt. Dennoch, die Bührer haben es geschafft. Rund 600 Meter Rohrleitungen haben sie ohne Unterstützung eigenhändig verlegt. Es ist ein fantastisches Gefühl, jetzt eine Verbindung geschaffen zu haben, die unser Dorf sehr weiterbringt. Die Leute haben wirklich einen tollen Job gemacht.
Und es ist sozusagen ein sehr befriedigender Augenblick. In den nächsten Wochen will die Telekom die Rohre mit den entsprechenden Glasfaserkabeln versehen. Und Bühr bekommt endlich schnelles Internet. Doch ein DSL-Anschluss heißt auch in Zukunft nicht automatisch schnelles Internet. Die Telekom hatte angekündigt, ab 2016 die Geschwindigkeit ihrer Festnetz-Flatrates beim Überschreiten eines monatlichen Datenvolumens drosseln zu wollen. Wir haben damit versucht, eine Debatte anzuregen darüber, wie Breitbandbedarf und Breitbandausbau in Deutschland finanziert werden kann. Wir glauben, dass jemand, der besonders viel Daten konsumiert, gegebenenfalls auch mehr zahlen sollte. Die Debatte ist noch nicht am Ende. Wir werden frühestens 2016 entscheiden, ob wir ein derartiges Modell einführen werden. Im Internet hagelte es bereits Häme und Spott. Der eigene Multimedia-Dienst T-Entertain sollte nämlich nicht auf das Datenvolumen angerechnet werden. Viele sahen deshalb auch die Netzneutralität in Gefahr. Ich finde es durchaus nachvollziehbar und auch okay, wenn die Deutsche Telekom Volumentarife einführt. Nur sie darf dann ihre eigenen Dienste nicht privilegieren für einen bestimmten Nutzerkreis. Und dann, und genau erst dann, sind wir bei der Frage der Netzneutralität. Und die wird überhaupt nicht durch einen Volumentarif beeinträchtigt, sondern sie wird dann beeinträchtigt, wenn die freie Nutzung des Internets für bestimmte Nutzergruppen und bestimmte Dienste eingeschränkt wird. Netzneutralität bedeutet, dass Anbieter wie die Telekom alle Kunden gleich behandeln müssen. Kein Datenpaket darf schneller und kann es langsamer zugestellt werden. Nach dem Willen der Telekom sollen sich große Diensteanbieter und zahlungskräftige Kunden aber bald eine schnelle Verbindung kaufen können. Ihre Daten würden dann per Express ans Ziel geschickt. Der Rest müsste sich mit einer langsameren Übertragung zufrieden geben. Die Folge? Eine Zweiklassengesellschaft. Das ist eine Benachteiligung der anderen Anbieter. Und das Internet ist ja ein demokratisches Medium. Es soll alle Anbieter gleichberechtigt dort auch zu finden sein. Und das widerspricht eigentlich dem Sinn und der Idee des Internets. Das Kölner Landgericht hat nun reagiert. Provider dürfen Pakete mit begrenzter Datenmenge nicht mehr Flatrate nennen. Die Telekom hat daraufhin ihre Drossel-Flatrate vorerst gestoppt. Volumentarife? Drosselung? Teure Glasfaser? Wie verlockend wäre es da, hohe Datenraten sekundenschnell über Laserstrahlen direkt durch die Luft zu verschicken? Am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Berlin arbeiten Wissenschaftler an der Weiterentwicklung der optischen Freiraumdatenübertragung, auch FSO genannt. Hohe Datenraten senden Ronald Freund und sein Team schon jetzt per Laser von einem Gebäude zum anderen. Wir nutzen die Freiraumdatentechnik zur Vernetzung unserer Forschungsstandorte hier am Einsteinhofer zum Salzufer. Die Strecke beträgt ca. 170 Meter. Wir können hier 1 Gigabit pro Sekunde übertragen. Die Ausfallzeit beträgt kleiner einer Stunde pro Jahr, auch bei diesen sehr schlechten Wetterbedingungen wie zum Beispiel heute. Die Forscher wollen die Sendeleistung nun noch steigern und die Übertragungsverluste weiter verringern. Unter Laborbedingungen gelingt es ihnen, 10 Gigabit pro Sekunde zu transferieren. Per Lichtstrahl werden die Daten von einem Terminal zum anderen und wieder zurückgeschickt. Dabei nutzen die Wissenschaftler dieselbe Wellenlänge wie bei terrestrischen Glasfaserverbindungen. Diese Wellenlänge bietet mehrere Vorteile. Einerseits kann man höhere Sendeleistungen nutzen und diese kann man natürlich dann auch umsetzen, um höhere Datenraten zu übertragen oder größere Reichweiten zu erzielen. Der Vorteil gegenüber Glasfaser liegt auf der Hand. Es müssen keine kostspieligen Kabel verlegt werden. Im Gegensatz zum Funk wird auch keine Lizenz benötigt. Voraussetzung ist jedoch eine freie Sicht. Gebäude, aber auch Nebel oder schlechtes Wetter können die Leistung erheblich beeinflussen. Diese Technologie wird die Glasfaser nicht ersetzen. Sie kann sie natürlich ergänzen. Immer dort, wo diese optischen Übertragungsstrecken schnell aufgebaut werden müssen, zum Beispiel im Fall von Katastrophen, wo die Infrastruktur wieder schnell hergestellt werden muss. Andere Einsatzgebiete sind zum Beispiel die Vernetzung von Mobilfunkstationen zur Erhöhung der Datenrate in der Funkzelle oder aber auch die Anbindung der Mobilfunkstationen an das Festnetz. An einem flächendeckenden Glasfasernetz führt also kein Weg vorbei. Doch der Ausbau soll Schätzungen zufolge 80 bis 90 Milliarden Euro kosten. Das Problem bleibt ein finanzielles und ein politisches.
Eine zukünftige Bundesregierung muss endlich erkennen, wie wichtig Breitband ist, wie wichtig Breitband auch für das alltägliche Leben ist. Und deshalb kann man festschreiben, dass es einen Anspruch gibt, für jeden Haushalt einen Breitbandanschluss zu bekommen. Da muss man definieren, was ist der Breitband heutzutage. Möglicherweise muss man den dynamisch anpassen, weil ja auch die technologischen Entwicklungen immer weitergehen und möglicherweise immer größere Bandbreiten dann auch notwendig sein können. Und das kann man festlegen, beispielsweise im Telekommunikationsgesetz. Wenn wir in Deutschland eine Grundversorgung definieren würden und diese versuchen auch entsprechend umzusetzen, wäre das ein Rückschritt für Deutschland. Warum? Bis dass wir dann die Bandbreite der Grundversorgung definiert haben, sie dann realisiert haben, ist die Innovation und das Bedürfnis am Markt schon längst wieder dieser Bandbreite davongelaufen. Und umgekehrt, wenn ich heute mal drauf schaue, was die Industrie und auch im ländlichen Raum mit Hilfe auch der Politik mittlerweile erreicht hat, geschaffen hat, dann glaube ich, dann sind wir alle zusammen sehr, sehr gut unterwegs. Und ich bin überzeugt davon, dass wir durch diesen Weg die Bandbreiten in Deutschland für diesen Wirtschaftsstandort schaffen, die da die Deutschen auch benötigt. Ich halte nichts davon, die Grundversorgung gesetzlich mit einer bestimmten Bandbreite festzulegen. Denn dann kommen wir in den Ansatz der Planwirtschaft. Es muss in Deutschland gelingen, weitestgehend die Glasfasernetze auf Basis betriebswirtschaftlich tragfähiger Modelle zu realisieren. Das wird in vielen Bereichen gelingen. Und wir müssen genau dort, wo das nicht mehr gelingt, in den sehr ländlichen Gebieten, dort muss durch ein Förderprogramm des Bundes punktuell gefördert werden, dass genau diese Wirtschaftlichkeitslücke geschlossen wird und dass anschließend das Netz realisiert werden kann. Im Klartext heißt das, der Bund soll es richten. Die Große Koalition hingegen setzt weiterhin auf den Markt. Mehr Geld will sie für den Ausbau nicht investieren. Nach wie vor ist der Anspruch auf Breitband nicht gesetzlich verankert. Und so werden die Netzanbieter nicht in die Pflicht genommen. Schnelles Internet in Deutschland bleibt kein Grundrecht, sondern letztendlich eine Frage des Standorts.